Da bricht langsam die Treppe weg. Gut. Hier sind noch auf beiden Seiten Treppenstücke. Hier sind noch größere Treppenstücke. Wenigstens kriegen es alle hin, die eine Treppe zu nehmen. Da hat wieder einer nicht aufgeräumt. So. Das hast du fein gemacht. Wie heißt du, McCoy? Ich bin stolz auf dich, McCoy. So, Tux räumt für dich auf. Hey, nur noch 4 Schichten bald. Sollten wir vielleicht in dieser Aufnahmesession noch hinkriegen? Lasst schon wieder einen Haufen Steine da rumliegen. Schämt ihr euch nicht? McCoy, jetzt räumen wir aber richtig auf. So. Was zum? Warum fällt der runter? Bestiol, was machst du? Die vier bauen hier mal Kord ab. Das finde ich aber auch lustig, wie das aussieht. Okay, einer hängt hinterher. Chippo hängt ein bisschen hinterher. Ah ja, das sah gerade richtig lustig aus. Der zieht mal wieder einen Graben. Der macht die Außenumrandung weg.
Ja, das läuft gut. Das Stück hier Treppe, das sieht auch ziemlich verloren aus mittlerweile. Hier fällt wieder Zeug in der Gegend herum. Okay, wir sind bald runter auf zwei Ebenen. Vielleicht schaffen wir das in der heutigen Aufnahmesession noch. Oh, sag bloß. Ja, wir sind an der Stelle angekommen, wo.
nichts mehr einlagern können. Das heißt, die bauen einfach auch ab. Okay. Können sie machen. Das ist kein Problem. Die beiden da ziehen auch in Akkordlinien. Ja, kommen langsam nach unten. Da ist wieder ein einsamer Block. Die haben auch schon fast die zweite Ebene niedergemacht. Gut. Oh, ich sollte aber. Mir jemanden schnappen. Gut, der das etwas wegmacht, wenigstens. So, letzte Ebene.
Und wir sind gleich fertig. So, das heißt ein Fetten-Task. Nein, das will ich nicht. Ich will hier hin. Genau. Und euch alle schnappen und dem Fetten-Task zuweisen. Das heißt, der Query verduftet jetzt. Der Query. So. So, jetzt müssen sie noch unbedingt hier die Dinger weghauen. Blonk. Aha. Gut. Und dann geht es los mit dem großen Auffüllen. Gut. Das heißt, ich kann jetzt hier die Nummer 3 wegmachen. So. Jetzt sollten die eigentlich langsam mal wieder anfangen. Genau. Gut. Aber ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit zu speichern. So, also Save Overwrite. Und dann sehen wir uns gleich wieder.